Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2. Ja, wir machen weiter. Ich habe ja bei Rayman angekündigt, dass wir ja mit den Rennen weitermachen. Hab dabei allerdings eine Sache nicht bedacht. Oder unbedacht gelassen. Ich bin ja gerade mal bei 91% bei den Ort da drüben und will den eigentlich ganz gerne noch abschließen oder abgeschlossen wissen, bevor ich weitermache mit den Rennherausforderungen, die mal leicht, mal schwer sein können, ne? Wir haben es ja selber am eigenen Leib mittlerweile gemerkt. So. Schon. Nein. Gar nicht erst so Anfangsspiel. Da mache ich einmal kurz den Speicherprozess, weil der hängt ja immer kurz die Prozesse weg. BZW erzeugt ja dafür eine Ladesequenz von Informationen. Und klar. So, und so früh man das macht, umso besser, ne? Klar, ein bisschen bescheuert, das direkt am Anfang des Parts zu machen, weil ich vorher nichts großartig gemacht habe im Spiel, aber trotzdem. Ich vermute bis jetzt ja immer noch, dass ich irgendeinen Propagandawagen hier drüben übersehen habe. Weil es hier sehr laut immer getönt hat. Und ich nichts gesehen habe. Aber hey. Das war jetzt seltsam. Hier ist ein Wassertank, den ich zerstört habe. Da drüben ist noch einen, den ich zerstört habe. Was natürlich auch sein kann, ist, dass irgendwo noch ein paar Kisten auf Dächern herumgeistern, natürlich. Aber, naja, das glaube ich auch eher weniger aktuell. Ich fliege einfach mal ganz kurz hier ganz schnell drüber. In der Hoffnung, noch irgendwas schnell zu sehen. Ich werde hier herauszufinden, ob hier noch irgendwas sein könnte.
Ach, ich werde nicht. Hier ist noch eine Tankstelle. Wir haben Feindaktivität in diesem Sektor. Da sind aber gerade mal 4%. Leute. 4% von insgesamt. Folgiere. Da ist noch eine Statue. Feindaktivität. Schickt alle verfügbaren Einheiten. Mieses Arschloch! Jetzt stirbst du! So, und die letzten 3% müssten mit der Kiste zusammenhängen, die hier irgendwo herumgeistert. Jetzt ist die Frage, wo? Ah, okay, ich sehe schon. Ah. Na toll. Eine Anlage mal wieder, die ich übersehen habe. Eine komplette Anlage. Na super. Aber hey, dafür kann ich ja nichts. Daran sind mal wieder, meiner Meinung nach, die Spieleentwickler schuld. Die hätten ja mal so einen kleinen Hinweis geben können mit: Hey, wenn du noch was suchst, dann bauen wir eine Art GPS dafür ein. Autsch, ein Frontalangriff auf Babys Ego. So, gucken wir mal, ob wir hier noch beim Runterfahren noch was finden. Nöp. Da entferne ich mich sogar eher noch. Aber ich weiß immerhin wo. Das hat jetzt lange gedauert, Leute. Es tut mir leid, aber immerhin am Ende hat es sich ausgezahlt. Wir haben einen weiteren Ort komplettiert. Das heißt, ich speichere jetzt auch mal. Weil auf sicher werde ich es nicht ein zweites Mal finden. Das steht auf jeden Fall mal fest. So. Ich werde mich jetzt um alle Rennen innerhalb dieses Bereichs übrigens kümmern. Sprich, alle Rennen, die auf diesen Inseln stattfinden, bitte wie von hier aus gestartet werden. Und als erstes würde ich sagen, starten wir mit dem hier. Schaut mir irgendwie nach Flugzeug aus. Ich wusste es irgendwie. Ah, Gottes Willen, und dann noch das. Egal, wir machen das, Leute.
Okay, bis jetzt läuft es irgendwie zu flüssig für mich. So, Bonus lasse ich aus gutem Grund. Ihr habt ja gesehen, wie kurzatmig der Flug dann geworden wäre. Von daher... Ich bin jetzt kein Stuntman, ne? Aber Alter, das hier sind schon Stuntman-Flüge. Nein! Genau an einer kleinen, klitzekleinen Mini-Ecke hängen geblieben. Zentimeter mehr nach rechts und ich hätte es ausgeglichen. Oh, das ist so unfair. Jetzt muss ich das ganze Rennen nochmal machen. Ah, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Dabei hatte ich gerade so gut im Lauf. Und ich glaube, es waren nur noch 2 Punkte, die ich hätte durchfliegen brauchen. Was mich jetzt noch mehr ärgert dadurch. Na, wieder verfehlt. Kurve enger fliegen, dann muss ich langsamer werden, ist das Problem. Wow. Ich sage ja, also hier durchzufliegen ist... quasi oder gleicht quasi einem Flug durch einen Raketenbeschuss. Alter, tut mir leid, wenn ich da ein bisschen struggle gerade, aber wir haben es geschafft. Ich halte mich nach oben gerade weiterhin, weil ich jetzt nicht möchte, dass ich gleich direkt irgendwie instant abstürze. Okay. Puh. Gut, gut, gut. Ja. Ich guck mal, was das war. Das war jetzt ein Rennen hier drüben irgendwo. Da. Das heißt, ich kümmere mich jetzt um das Rennen da drüben. So. Entschuldigung, aber das war jetzt echt... Boah. Ich bin gerade ein bisschen froh. Ah, hat trotzdem ganz gut Zeit gefressen. Also heißt, die Stadt zu befreien und das Rennen komplett einmal nochmal neu zu machen. Aber wir haben es geschafft. Da kann man nicht drüber meckern. Damit er es halt nachrendern kann, gerade mache ich diesen Kleidflug. Ja, okay.
Ich mache nochmal den Speicherprinzip. Aktuell funktioniert das ja am ehesten, um halt zu vermeiden, dass exorbitant lange Ruckler oder sonst was entstehen. Kann ich mich grandioserweise darüber freuen, dass ich bald einen neuen Rechner habe? Ja. Glaub schon, ne? Aber wie gesagt, ich habe aktuell auch eine Spendenaktion laufen bei PayPal. Wenn ihr die Adresse haben möchtet, guckt nur mal bei mir auf Facebook. Da habe ich vor 4 oder 5 Tagen, wenn nicht sogar noch länger her, schon eine Spendenaktion gestartet. Da könnt ihr dann direkt einfach was überweisen. Und somit finanziere ich mir dann meinen nächsten oder übernächsten Rechner. Mal sehen, je nachdem, wie sich das ergibt. Ne? Wenn es irgendwie gar nichts wird, dann ja, überweise ich euch das natürlich weitgehend zurück, aber ich werde mir schon den Rechner dann wahrscheinlich dann davon finanzieren. So. Kann das grandioserweise nachladen dadurch? Ja. Subi. Freu mir. Ich freu mir. So. Dann wollen wir mal gucken. So, da dran hängt. Okay, Autorennen. Das finde ich nochmal ganz gut. Okay, das war schon mal für einen Eimer, dass mich der Taxifahrer anfährt. Achso, und vielleicht sollte ich mal eben die Markierung wegnehmen. Gezielt hatte ich auf den anderen Typ. Sorry, die 25 Punkte werden jetzt wohl so eine Fahrt für mich, zumindest durch die Hölle. Was soll das, du Spinner? Okay, entweder habe ich gerade tierisch Pech mit dem Verkehr, also das, der aufkommt, oder ich habe einfach Pech, was die Fahrzeugauswahl anbetrifft aktuell. Auch wenn ich, glaube ich, die nicht großartig beeinflussen kann. Außer indem ich, ja, das Fahrzeug gezielt wechseln würde jetzt. Kurz eine Abkürzung durch eine Baumwipfel genommen. Alter, ich habe halt gar keinen Grip hier mit, ne? Ist das Problem. Kamera ist auch so semi-aktiv gerade für mich. Nein. Naja. Kann mich freuen, sind schließlich nur noch 20. Nur noch 5 von 25, so wollte ich sagen. 4 von 25. Also, Word. Vorsicht!
Ach ja. So, Moment. 100 und ist kein Haken am Ort? Da ist doch was nicht ganz koscher. Wie dem auch sei. Wir nehmen das nächste Rennen auf uns. Das startet von hier. Und wenn ich das auch in 5 Minuten packe, dann wäre das optimal. Nein, Entschuldigung. So. Ist wieder ein Fahrtding. Und schaut mir auch wieder nach einer längeren Strecke aus. Oh, das heißt aber wieder Sportwagen. Na super. Ach, und aber ist über die... Ja, gut. Dann ist suboptimal. Uah. 25, aber halt wieder Geisterfahrer. Mit Sportwagen wieder. Eigentlich habe ich nicht so Angst vor der Menge der Checkpoints. Auch wenn das so ein ausschlaggebender Punkt ist, ob man es am Ende schafft oder nicht. Nein, es macht mir eher Sorge immer, wenn man ja entweder weit auseinanderliegende hat oder sowas wie ich jetzt hier habe, dass ich ja im Gegenverkehr fahren muss, damit ich auch wirklich jeden Checkpoint mitnehmen kann. Aber aktuell läuft ja. Hört sich irgendwie an wie so ein Spielzeugauto aktuell auch. Okay. Wenn alles gut geht, das hoffe ich gerade, müssen wir das nur einmal machen und haben es dann auch gleich in weniger als 6 Minuten hinter uns. Ich sag ja, wenn es gut läuft, ne? Oh, das kann Gottes Willen. Doch alles nicht sein. Boah. Ich nehme mal wieder die Kontrolle über die Kamera. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht aufs Dach, da wäre ich dann jetzt echt dann geplockt. Okay, und wir steigen aus. Puh, dann haben wir das ja dann ganz gut geschafft und das in einer recht guten Zeit. Perfekt. Perfektes Partende auch, würde ich sagen. Und ja, ich muss wieder zurück auf die andere Insel, deswegen setze ich mir da eine Markierung BZW. Ich speichere erstmal einmal kurz das Spielgeschehen und würde sagen, wir machen einfach im nächsten Part weiter. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao!